Hallo, servus Party Peoples, heute geht es Eis her und gerade das Eis wird ja in letzter Zeit immer teurer. Früher bekam man so zwei Kugeln Vanille und eine Kugel Schoko für 70 Cent. Heute gibt es zumeist diese Sorten nicht und stattdessen kann man zwischen Seetang, Kürbiscreme, Cordon Bleu, Bärlauch, Pesto, Chili Oran oder Pikachu 3000 auswählen, wofür man mittlerweile auch 1,50 und sein Erstgeborenes berappen muss. Ich meine, nichts gegen Bärlauch, aber Eis muss Eis bleiben und kein Gemüseauflauf. Und dann kommt der Ice Cream Rose Hype und stellt nochmal alles, was man über Eis wissen scheint, auf den Kopf. Ice Cream Rolls ist nichts anderes als gerolltes Eis und der Hamburger Gil Grobe konnte genau mit diesen Eiskreationen einen mittlerweile mehr als 10 Millionen Abonnenten umfassenden Kanal aufbauen. Wow, das ist echt stark. Ob der Hype gerecht ist, das seht ihr nun in diesem Video. Abonniert gerne meinen Kanal, um keine ungeschminkte Meinung mehr zu verpassen, was so auf deinem Screen läuft. Der Hamburger Gil Grobe gehört zu den erfolgreichsten YouTubern Deutschlands und ist nur einer von vier Deutschen, die es geschafft haben, einen Diamond-Play-Button von YouTube zu erhalten. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Und das, indem er jeden Tag ein Video von künstlerischen Eiskreationen intensive ASMR-Geräusche inklusive hochlädt. Der Fantasie lässt er dabei keine Grenzen, ob Pringles und Karamell, Brownie und... How to eat Oreos properly! Ah ja, genau. Aber auch Eiscremes mit Pizza, Hamburger oder Sushi. Seine Eiskreationen sind auf alle Fälle sehr ausgefallen und daraus sehr spannend anzusehen. Manche sind jedoch auch nur als Gag zu sehen. Bei Burger-Eis lutsche ich dann doch lieber an einem Eiswürfel rum. Videos mit bekannten Marken sind dabei sehr beliebt und erzielen zweistellige Millionen Views. Die meisten Zuschauer hat er dabei aus Asien und den USA. Angefangen hat das Ganze bei ihm auf einer Thailand-Reise vor 6 Jahren, indem er an einem kleinen Stand an der Straße zum ersten Mal die Zubereitung von Ice Cream Rolls beobachten konnte. Dabei wird auf einer minus 30 Grad kalten Platte flüssiges Eis mit Spachteln mehrfach glatt gestrichen und mit Zutaten wie etwa zerkleinerten Früchtchen, Süßigkeit oder Herzhaften vermengt. Ist dabei die Schicht dünn genug wie ein Topmodel, gefriert das Eis, wodurch es in Form von kleinen Rollen von der Platte gekratzt und serviert werden kann. Und diesen Prozess finde ich schon recht faszinierend und erinnert so ein bisschen an das Zubereiten von Krebs. Der Kanal ist dann entstanden, weil Gil Grobe den Ice Cream Rollstand in Thailand mit dem Handy gefilmt hat und dieses Video auf sozialen Medien ziemlich viral ging, wodurch die Idee dieses YouTube-Kanals entstanden ist. Der Rest ist Geschichte. Mittlerweile hat er zu Hause ein eigenes Studio stehen und ein Team dahinter, die tagtäglich Ice Cream Rolls Content hochladen. Im Vergleich zu "Wir fahren mit Monster Truck Autoreifen über Melonenquatsch" eine willkommene Abwechslung, die man nur unterstützen kann. Diesen Prozess von Ice Cream herzustellen ist faszinierend und hat man abseits von Galileo und Jumbo so noch nicht auf der Plattform gesehen. Zudem, wer mag nicht Eiscreme? Es handelt sich somit auch um ein positives Thema und hat durch die ASMR-Komponente in seinen Videos zusätzliche entspannte Vibes. Durch die ASMR-Inhalte werden bei vielen Zuschauern Gefühle in einem Körper ausgelöst, die über Geräusche erzeugt werden. Den Erfolg verdient er auf alle Fälle, denn hier wird noch eine echte Leidenschaft ausgelebt. Er wurde nicht YouTuber, um YouTuber zu werben. Daran können sich viele Creator gerne ein Beispiel nehmen. Ich habe nun jedenfalls sehr viel Hunger auf Ice Cream Rolls bekommen. Den Link zu seinem Kanal habe ich deswegen in der Beschreibung verlinkt. Außerdem möchte ich im Rahmen unseres Unity Broadcast Yourself Broadcast Together Projekts noch den YouTuber Snack Tester vorstellen, der ebenso auf YouTube seine Leidenschaft auslebt und die Snacks von einer etwas anderen humorvollen Seite beleuchtet. Auch diesen findet ihr in meiner Kanalinfo verlinkt. In diesem Sinne bleibt mir noch eines zu sagen. Broadcast Yourself, Broadcast Together, euer Party Pet.